Hallo und herzlich willkommen. Freut mich sehr, dass Sie mit dabei sind bei unserer neuen Ausgabe Ländle TV, der Tag. Es gibt heute diese Themen für Sie. Wir waren bei der Vorstellung der neuen Ausstellung im KUB in Bregenz. Dann gibt es einen Ausschnitt unserer aktuellen Folge Begegnung am Berg. Und natürlich mit dabei unser Kachelmann-Wetter. Balance bin ich aufgewacht. So heißt die neue Ausstellung im KUB in Bregenz und zwar von Raffaela Vogel. Diese startet am kommenden Freitag. Wir waren bei der Vorstellung am Donnerstag mit dabei. Raffaela Vogel zeigt mit ihrer aktuellen Ausstellung im KUB Bregenz Balance bin ich aufgewacht, einen Kunstwerkparcours, der eindrucksvoll spannungsgeladene Situationen ins Licht rückt. 2 Jahre intensives Schaffen münden in einer neuen Ausstellung, einer neuen Weltordnung. Das war ja eine Zeit für mich, die letzten 2 Jahre, wo ich sehr, sehr viel gemacht habe, ausgestellt habe und auch wenig Zeit hatte, mal so innezuhalten und zu schauen, was mache ich da eigentlich. Und da mir die Zeit gefehlt hat, dachte ich, könnte ich das auch thematisieren als Kunstwerk. Inspiration findet die junge Künstlerin beispielsweise in den Werken der Soul-Ikone Nina Simone und trifft damit das Spannungsfeld zwischen Haben und Nichthaben. Ja, das bezieht sich eigentlich auf eine Erzählung von Nina Simone in einem Lied, Ain't Got No. Und da hat sie halt sehr auch ausführlich beschrieben, was sie hat und was sie nicht hat. Und das wollte ich aufgreifen und auf mein Dasein anwenden und habe das sehr stark umgedichtet. Schwere, Gewicht, Druck und Belastung kommen in ihren Werken zum Ausdruck, physisch als auch mental. Dieses Gewicht, das ist vielleicht der einfachste Symbol für Druck oder das Aufgehängte, das ist für mich symbolhaft für jede Form von Druck und auch Raum von Belastung, aber auch Raumnahme, auch sich selber Raum zu schaffen, Gehör zu schaffen, also einfach ein bisschen übertreiben sozusagen. Also das ist vielleicht manchen Arbeiten so eine Ausgangsfrage, wie stark kann ich die Architektur belasten und wie stark kann das so. Steht aber dann nicht mehr so stark im Zentrum von der Kunsthausausstellung mit dem Gewicht, weil das Kunsthaus ist eine sehr starke Architektur, ja. Aber der psychologische Druck oder die anderen Facetten von der Fragestellung werden hier thematisiert. Mit 31 Jahren ist Raffaela Vogel die bislang jüngste Künstlerin, der das KUB eine Einzelschau widmet. Noch bis 6. Jänner kommenden Jahres sind die Werke von ihr im KUB Bregenz zu sehen. Weiter geht's nun bei uns mit den aktuellen Meldungen des Tages und dort gibt's auch schon einen kleinen Ausblick auf eine mögliche neue Landesregierung bei uns in Vorarlberg. Im Landhaus wurden zwischen Markus Wallner und Johannes Rauch Verhandlungsteams zusammengeführt und eine erste Konstituierung erstellt. Am Montag sollen die Verhandlungen über eine neue schwarz-grüne Regierung in Vorarlberg starten. Wir haben heute die Verhandlungsteams erstmals zusammengeführt, auch geschaut, wer welche Aufgaben zu übernehmen hat. Wir haben versucht, ein bisschen eine Planung durchzuführen, sozusagen eine Art von Konstituierung in einem sehr vernünftigen Arbeitsklima. Und das heißt für uns beide, es geht jetzt in die Vorbereitungen der nächsten Tage, was die inhaltlichen Fragen angeht. Und am Montag geht es zur Sache und ab dann wird da ordentlich verhandelt. Zuerst versuchen wir, eine Struktur zustande zu bringen. Also wie schauen die Kapitel aus, wie gliedern wir ein Regierungsprogramm, was fassen wir zusammen, wo sind die großen Bausteine, welche Vorhaben stellen wir ins Zentrum, um mal einen groben Überblick zu haben und dann daran am Montag weiterarbeiten zu können. Das heißt, dann konkreter schon mit Textbausteinen zu arbeiten und in die Tiefe zu gehen. Franz Lutz macht sich wie gewohnt am Donnerstagabend um 20 Uhr auf zu einer neuen Ausgabe Begegnung am Berg. In dieser Woche ist er mit Jimmy Lüchinger unterwegs und einen ersten kleinen Ausschnitt gibt's jetzt für Sie. Grüß Gott, mein Name bei Ländle TV. Begegnung am Berg ist heute wieder angesehen. Und heute sind wir über Grenz, sind wir ganz knapp, Koblahoma auf Mondlinger. Warum auf Mondlinger? Weil der Jimmy Lüchinger in Mondlinger wohnt und mit dem Jimmy heute eine schöne Wanderung macht. Grüß dich, Jimmy. Servus, Franz, grüß dich. Ein wunderschönes Örtchen, das Mondlinger. Ja, es lässt sich sehr gut leben hier. Das ist ein bodenständiges Dorf. Aha. Wir haben knapp 2000 Einwohner. Und es ist laufend alles gewachsen.
unkompliziertes Volk und die Lebensqualität ist wirklich sehr gut da. Es ist verrückt, es ist 300 Meter über der Grenze eigentlich. Ja, man sieht ja Flüsse trennen, aber ich würde meine Flüsse hier verbinden, vor allem mit der Brücke. Und da ist natürlich auch über alle Jahre in Equinim, ich mich erinnere, ist ein guter Kontakt mit Koblach da. Früher waren sie noch Findschaften gewesen, als Buben. Ja, ja, klar, da ist es um Frauen gegangen. Ja, oh, unter anderem, ja, unter anderem. Ja. Aber so, ja, die Nähe zu Koblach ist da. Ja, du, Jimmy, wo laufen wir jetzt? Das ist keine schwere Wanderung, aber eine schöne. Sicher wunderschön, wir laufen an einem historischen Werk vorbei, die Hohle Gasse. Ja. Die gibt es eigentlich auch in der Innerschweiz, wo der Tildo gelaufen ist. Mhm. Da ist aber eigentlich die zweite in der Schweiz, die Hohle Gasse. Sie ist ein bisschen verändert worden im Laufe der Zeit. Und dann gehen wir aufs Mundlige Berg rauf. Ja, dann gehen wir gleich los da. Gegen Mittag kommt es geregnet, ich hoffe, es verrutscht uns nicht. Wenn Engel reisen, oder? Ja, ja, dann sind wir einfach Engel. Dann gehen wir einfach los da. Hast du da eine glückliche Kindheit gehabt, im Mundlingen? Ja, wunderbar, ja. Wir waren insgesamt sechs Geschwister. Mal, du, Grossfamilie, gibt es heute nur. Ja, vier Buben und zwei Mädchen. Und die Kindheit ist also wirklich ist sehr schön gewesen, ja. Und nachher, wie bist du ins berufliche Leben eingestiegen? Ja, ich habe dann die Lehre bei der Firma Janssen gemacht. Die kaufmännische Ausbildung. Und habe dann nach der Rekrutenschule gewechselt in eine andere Firma und bin dann nachher auf die Branche gekommen, 1982, wo ich jetzt noch tätig bin. Ja, und über das reden wir ja nachher. Firma Bärli, sehr erfolgreich. Und ja, bei uns dann, in Vorarlberg, sehr bekannt. Mhm, mh. Die jetzige Familie, deine Frau heißt Rosi. Ja, Roswitha. Genau, ja, ja. Wo hast du die kennengelernt? Ja, halt, wie es fast nicht anders sein kann, über Fußball. Und irgendwie hat es einfach ziemlich schnell gefunkt. Ja, ja, genau. Und zwei wunderschöne Töchter hast. Wie heißen ja die? Virginia und Sabrina. Und nun geht's weiter bei uns mit den Schlagzeilen von morgen aus den Vorarlberger Nachrichten. Landeshauptmann Markus Wallner und Johannes Rauch befinden sich offenbar am Weg zur Fortsetzung der schwarz-grünen Regierungskoalition auf Landesebene. Nach vertieften Gesprächen zwischen den Verhandlungsteams am Donnerstag stehen ab kommendem Montag Koalitionsverhandlungen am Programm. Die Konsumentenberatung der Arbeiterkammer warnt erneut vor fahrenden Handwerkern und unseriösen Angeboten. Kürbisbauer Andreas Kalb aus Lauterach ist trotz frostigem Start in die Saison mit der Ernte zufrieden. Das war's nun auch schon wieder mit Ländle TV der Tag. Schön, dass Sie mit dabei waren. Es gibt jetzt noch unser Kachelmann-Wetter. Ja, und ich darf mich verabschieden. Machen Sie's gut. Tschüss. Willkommen im Flachs Feldkirch, der Treffpunkt für Genuss. Schau vorbei beim Oktoberfest am Samstag, den 19. Oktober. Die föhnige, trockene und für die Jahreszeit ziemlich milde Wetterlage hält an. Am Freitag gibt es ein Gemisch aus Wolkenfeldern. Sie können zeitweise kompakt sein. Und sonnigen Abschnitten. Es bleibt trocken und es ist leicht föhnig. Die Temperaturen liegen am Morgen zwischen 6 Grad im Bregenzerwald und 12 Grad am Bodensee. Am Nachmittag steigen die Werte auf 16 Grad in Schruns und bis knapp 20 Grad zwischen Dornbirn und Feldkirch. In der Nacht von Freitag auf Samstag ist örtlich etwas Regen im Ländle möglich. Die weiteren Aussichten? Bereits am Samstagmorgen ist der Regen wieder vorbei, der Föhn legt zu und wird im Glandnertal sowie allgemein auf den Bergen ziemlich stark bis stürmisch. Er hält die dichtesten Wolken vom Ländle fern und so ist es am Wochenende ziemlich sonnig, speziell am Sonntag. Es ist im Rheintal und Walgau föhnig, trocken und 18 bis am Sonntag sogar 21 Grad warm. Auch der Montag hält dank Föhntendenz noch lange Zeit trocken durch. Gegen Abend nimmt das Schauerrisiko zu. Ein herbstlicher Kälteeinbruch ist vorerst nicht in Sicht.